Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Immer dieser Moment, wo ich mich frage, wie das Spiel eigentlich heißt. Ja, wir sind auf... Hab vergessen, welcher Planet das war. Jedenfalls sind wir immer noch quasi auf der Suche nach Liara. Das müsste die Hauptquest sein. Und ich habe unser Squad kurz ein bisschen neu ausgerüstet, habe die Waffen mal überprüft, die Waffenmods und die Munitionsmods ein bisschen angepasst. Und ich schieße immer noch scheiße, wie es scheint. Du nimmst mal gerade wieder die Waffe und greift die dann bald an. Schön, du sollst die Waffe wechseln, Garrus. Garrus? Dankeschön. Ich kann mich auf den Kampf konzentrieren, weil ich weiß, dass die Leute mir nicht gehorchen. Ah, komm schon, ich will das Wasser erwischen. Voll erwischt. Gut, die sind alle platt. Über diese explodierenden Feste, die immer rumstehen. So, wir sind hier auch richtig, da bin ich mir absolut sicher. Ich sollte mich langsam echt mal mit den Fähigkeiten meiner Leute hier auseinandersetzen. Sabotage könnte ich zum Beispiel echt mal einsetzen. Das könnte echt nützlich sein. Das, gut, Schilde. Wäre bei einigen Gegnern vielleicht auch ganz praktisch. Das hätte ich mal bei dem Kampfläufer im letzten Part machen sollen. Und das sollte ich ihr echt ständig eigentlich geben. Genauso wie Overkill. Naja. Gut. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet. Nachdem sie erbaut wurde. Ich finde das schön, dass Tali immer hier Kommentare zu abgibt. Das macht ja jeder Charakter, er gibt auch mal einen Kommentar zur derzeitigen Situation, aber Tali macht es bei uns hier irgendwie die ganze Zeit. Was ist das? Ah, Edigel, sehr schön. Komm mal her, Tali. Du bist jetzt mal geheilt. Voll daneben. Ich muss mal kurz die andere Waffe. Das ist was echt heftig, wie wenig so Leute aushalten. Sabotage. Oh. Nicht schlecht, Tali. Nicht schlecht. Ich sollte wahrscheinlich echt öfters auf die Pistole gehen. Das ist... Ja, Sniper ist scheiße stark, aber ich glaube echt, für jede beengte Situation sollte man die Pistole dem Sturmgewehr vorziehen. Was irgendwie komisch klingt. Das Sturmgewehr ist im ersten Teil schlicht und greifen nicht zu gebrauchen, behaupte ich. Muss denn wieder alles kaputt gehen? Ach, Dachchen. Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe. Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art portianische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchten, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ja. Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sich fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Ich finde es gerade interessant, wir können sie jetzt noch nach Benesia befragen. Dabei hat sie sich theoretisch noch nicht mal vorgestellt. Ich meine, ja, das ist Liara Zoni. Tsoni, Zoni, wie auch immer. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Benesias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus.
Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Das hast du bereits erwähnt. Ich war hier drinnen gefangen. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrieren... Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorgänger bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Ich finde es gerade witzig, dass die sich ständig wiederholt. Oh, ich sehe da was. Ach, und ich wundere mich kurz, was das jetzt halt wackelt. Daneben. Okay. So, gefällt's mir besser. Juhu, wir haben Liara gefunden. Und sie sitzt fest. Minenlasersteuerung. Was für ein Code soll ich hineingeben? Ich habe keinen Code. Oh. Aha, Try and Error. Okay. Sehe ich ein. Ist da hinten noch irgendwas? Einige Sicherheitszellen. Vielleicht noch irgendwie Beute oder sowas? Ja, guck mal nach an. Kampfsensor brauche ich nicht. Großkaliberlauf nehme ich gerne mit. Mit Kampfsensor können wir diese Blockade, die geht manchmal auf unserem Radar hinterlassen, umgehen. Das ist allerdings meiner Ansicht nach überhaupt nicht nötig. Es reicht nicht, wenn man sniped. Und mit der Pistole auch nicht. Das sind die einzigen beiden Waffen, die ich nutzen werde. Mit der Pistole steht man bereits nah genug dran, um die G zu sehen. Mit dem Sniper kann man sie von weiter weg sehen, das ist auch scheißegal. Und im Zweifelsfall merkt man sowieso, aus welcher Richtung auf einen geschossen wird. Also, ziemlich nutzlos eigentlich. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich nochmal speichern sollte. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Spiel einfach nie genug speichern kann. Ich habe einen Schritt gemacht. Speichern. Oh, ich habe einen weiteren Schritt gemacht. Speichern. Ich kann nicht. Gott, das Spiel, du lässt mich ja wohl speichern hier. Kann ja wohl nicht angehen. Schon wieder ein Level-Up. Meine Fresse, die Level-Ups kommen jetzt aber auch schnell. Einigkeit, das sollte ich mir auch noch machen. Adrenalinschub. Du solltest zur Elektronik hinkommen, genau, ich erinnere mich. Und Tali, bei dir ist eigentlich scheißegal, auf was ich skille. Verstärken wir. Ach, du kannst doch die Schrotflinte ausrüsten. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Hm. Na, egal. Schrotflinte brauchst du eh nicht, also verbessere ich dir einfach erstmal die Pistole. Vollständig. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Durchschlagende Feuerkraft. Wichtig ist, dass wir hier rauskommen, bevor mehr geht, reinkommen. Ja, da haben Sie recht. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von denen gesehen. Der Knopf da drüben sollte mein Kraftfeld abschalten. Sollte. Vielleicht bringt er dich auch um. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen?
Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Ich frage mich gerade, warum Liara das alles... Was zum Teufel war das? Warum Tali die ganze Zeit spricht, ob das irgendwie durch irgendwas bestimmt wird. Die Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. Das wird eine knappe Kiste. Sieht aber ganz interessant aus hier. Irgendwie. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Ich finde das gerade ein klein wenig ungünstig, wenn ich das mir ehrlich sagen. Mist. Ich würde gerade gerne mal versuchen, kannst du den hacken? Kann ich bei dem schießen? Ich kann gerade nicht. Ich glaube, meine Maus spackt gerade ein bisschen rum, oder was ist das? Eigentlich kann das nicht sein. Jedenfalls habe ich gerade einige Probleme. So. Sabotage. Dämpfung. Medigel. Tali, könntest du bitte nicht zwischen mir und dem Gegner stehen? Das ist ungünstig. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Er ist ein Idiot. Aber ich mag ihn. Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander.
Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet. Oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht, den Reaper. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Geth Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war, aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Ja, komm. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet.
Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Darf ich mal anmerken, dass das gar nicht mal so unbedingt unsere Schuld war? Naja, teilweise, egal, ja. In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Ach, das ist mir neu. Ich bin es immer noch nicht gewohnt, dass der Rat mich unterstützt. Und das Ding kann ich auch noch untersuchen. Sehr schön, Kodexantrag. Gut. Yo. Alles klar, ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Beim nächsten Mal, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen weiter Hauptquest machen, also mindestens eine Hauptquest noch, bevor ich mich mal irgendwie daran mache, die ganzen Planeten zu erkunden oder so ein Kram. Ja. Am besten rede ich beim nächsten Mal zuerst nochmal mit Garrus. Das sollte ich mir angewöhnen, dass ich das zwischen jeder Mission mache. Okay, bis dahin. Ciao.